Hi ihr Lieben, ich bin Lisa. Vielleicht kennt ihr mich von Instagram. Normalerweise arbeite ich als Health Coach und Dozentin. Heute bin ich bei Erklär mal und versuche, eure Fragen zu beantworten. Her mit der Frage. Uwe möchte von mir wissen, kommen da jetzt Kosten auf mich zu oder nicht, wenn ich mich registrieren lasse? Die Frage kann ich als registrierte Spenderin natürlich gut beantworten. Also, lieber Uwe, es kommen absolut gar keine Kosten auf dich zu, wenn du dich bei der DKMS als Stammzellenspender registrieren lässt. Das Einzige, was du machen musst, ist ein bisschen Zeit investieren, aber das sind wirklich auch nur ganz wenige Minuten. Du gehst auf die Homepage, füllst dort alles aus und dann bekommst du die Stäbchen nach Hause gesendet, kannst den Test durchführen. Natürlich freut sich die DKMS, wenn du eine Briefmarke draufklebst für die Rücksendung, damit die Kosten nicht getragen werden müssen, aber auch das ist kein Muss. Und ja, falls du irgendwann mal als Spender in Frage kommst, dann musst du natürlich nochmal deutlich mehr Zeit opfern, aber ich glaube, das macht dann wirklich jeder gern. Richtig. Die Übernahme der Kosten ist freiwillig. Eine Registrierung und die damit verbundene Laboranalyse kosten die DKMS zwar 35 Euro, man muss sie aber nicht selbst übernehmen, wenn man nicht kann oder möchte. Natürlich freuen wir uns aber über jeden Euro im Kampf gegen den Blutkrebs. Und bitte mach dir keine Sorgen, wenn du kein Geld gespendet hast. Deine Probe wird genauso umfassend und schnell bearbeitet wie alle anderen. Hier oben findet ihr weitere Antworten auf eure Fragen rund um das Thema Blutkrebs. Hier unten könnt ihr euch direkt bei der DKMS registrieren.